Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorletzte Woche hat das PESTEL-Institut berechnet, dass über 900.000 Sozialwohnungen fehlen. Und das sind nur die, die wirklich ganz akut fehlen. Doch statt dieses Alarmsignal, auf dieses Alarmsignal zu reagieren, fällt der Bauministerin nichts Besseres ein, als die Studie zu denunzieren. Schuld seien die Regierungen der Vergangenheit, die zu wenig investiert hätten. Ja, das ist korrekt, aber das klären Sie dann doch bitte mit Ihrer Fraktion, mit Ihren Parteigenossen, denn die waren ja die längste Zeit mit dabei. Aber auch Sie tun heute in diesem Haushalt zu wenig. Der vorliegende Haushalt reicht hinten und vorne nicht und wird den Herausforderungen beim sozialen Wohnungsbau nicht gerecht. Immer wieder werden hier riesige Summen in den Raum gestellt. Von 18 Milliarden ist dort die Rede. Also in diesem ganz konkreten Haushalt sind gut 3 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau eingestellt. Der Rest sind dann Hochrechnungen bis 2027, zum Teil Spekulationen über das Handeln zukünftiger Regierungen und Parlamente. Damit lasse ich Sie nicht durchkommen. Denn was wir bräuchten, das sind bessere und mehr Investitionen. Die Verbände wie der Deutsche Mieterbund fordern 50 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislatur. Und genau das fordern wir auch als Linke und beantragen wir für diesen Haushalt. Der Rückwärtstrend bei dem sozialen Wohnungsbau, der ist eben noch nicht gestoppt. Wir haben immer noch mehr Sozialwohnungen, die aus der Bindung rausfallen, als neu gebaut werden. Und immer wieder fordern wir in ein System, in dem das ja das Prinzip ist, nach 20, 30 Jahren die Sozialwohnungen aus der Bindung wieder fallen. Das ist doch totaler Unsinn. Das müssen wir ändern. Deswegen brauchen wir die Wohnungsgemeinnützigkeit. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, das muss in Zukunft gelten. Ich freue mich über den Applaus von den Grünen, da sind wir uns ja einig. Allerdings lese ich jetzt hier 300.000 Euro zur Vorbereitung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Entschuldigung, das ist ein Feigenblatt. Damit, das reicht doch nicht mehr für eine einzige Wohnung. Konzepte gibt es genug. Setzen Sie die Wohnungsgemeinnützigkeit endlich um. Und richtig teuer wird dann das Wohngeld. Aber auch hier zeigt die PESTEL-Studie, dass das Wohngeld ja auch solche Wohnungen finanziert, die zum Teil doppelt so teuer sind wie der Mietspiegel. Das heißt, mit dem Wohngeld finanziert man am Ende noch den Mietenwahnsinn. Das ist doch völliger Irrsinn. Deshalb mehr öffentlichen Wohnraum, das ist eine nachhaltige Investition. Dann sinken auf Dauer auch die Ausgaben für das Wohngeld. Nein, wenn diese Regierung in irgendeinem Feld so richtig enttäuscht, dann ist es in der Wohnungspolitik. Keine wirklich beherzte Investition, kein Mietrecht und das mitten in der Inflation, keine Wiederherstellung des Vorkaufsrechts, da ist wirklich nichts, gar nichts passiert. Und wer Menschen mit ihren so existenziellen Sorgen alleine lässt, der muss sich dann über Politikverdrossenheit und Populismus nicht wundern. Dieser Haushalt wird den Anforderungen nicht gerecht, und wir als Linke lehnen ihn ab.